Zutaten kommen immer erst die Zutaten. Und die sind, wie bei der technischen Prüfung üblich, noch versteckt unter Tuch. Ihr dürft sie jetzt aufdecken. Fiji rum, Fiji. Grenadin? Ist das so ein Sirup? Keine Ahnung. Maracuja-Saft, Mangosaft und Sahne. Könnte lecker werden. Und das allseits beliebte Lineal. Wer mein Lineal? Ja, Lineal ist gefährlich. Das wollen wir nicht. Da habt ihr die Nasen ganz schön in die Zutaten gesteckt. Und ich kann euch schon verraten, das werden nicht die einzigen Nasen gewesen sein. Mehr verrät das Rezept. Deckt es bitte jetzt auf. Punch Poke Cake? Ein Poke Cake. Was? Von Betty. Da muss ich gleich bei der Deko gucken, ob irgendwas zu modellieren ist. Ganz wichtig. Ein Glück, sieht nicht so aus. Schon wieder attraktives Orange. Was ist denn attraktives Orange? Mit einem heißen, feuchten Messer 3 quadratische Schnitten. Kokosölteig, Füllung und Dekor. 150 Minuten, das wird sportlich. Der Fruit Punch Poke Cake. Ein Gebäck, zu dem man die Jury Löcher in den Bauch fragen kann. Betty, worum geht's? Der Poke Cake oder Löcherkuchen bedient eine ganz tolle Technik. Erst zum Schluss, beim Zuschneiden der kleinen Schnitten, wird sich zeigen, ob die Füllung im Teig zu sehen sein wird. Geschmacklich war Bettys Inspiration ein Südsee-Cocktail, der legendäre Fruit Punch. Dieser Cocktail besteht aus Früchten und einem ordentlichen Schuss Rum. Fürs Dekor habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Ich bin gespannt, wie er die Kokoschips in kleine blaue Wasserwellen verwandelt und das Gebäck damit veredelt. Die Jury wünscht sich von euch 3 Schnitten in der Größe 7x7 cm. Ihr habt dafür 150 Minuten Zeit. Gutes Gelingen. Und für Sie zu Hause machen wir das Nachbacken ein wenig einfacher. Gehen Sie mal auf dasgroßebacken.de, da finden Sie ein Videotutorial zu dem Fruit Punch Poke Cake. Viel Spaß. Und ich eröffne den löchrigen Spaß mit den Worten: Auf die Plätzchen, fertig, backt. Alles beginnt mit einem halben Dutzend Eiern. Die müssen mit Zucker und Salz in der Küchenmaschine schaumig geschlagen werden. Während der Schlagzeit sollte man auch schon die nächsten Arbeitsschritte vorbereiten. Ja, das erste ist unser Kokosölteig und dafür müssen wir die Eier mit dem Zucker und eine Prise Salz 10 Minuten schlagen. Nicht nur die vorgegebenen Zeiten sollten genau eingehalten werden. Wir haben halt eine sehr lange Backzeit, Kühlzeit, also da sind viele Zwischenschritte. Ich versuche mich mal diesmal ans Rezept zu halten, nicht wie den letzten technischen Prüfungen und hoffe, dass es klappt. Ölteig heißt Ölteig, weil was reinkommt? Öl. Genau 270 Gramm Sonnenblumenöl. Julia kennt das ja schon. Also ich freue mich natürlich riesig über den Poke Cake, weil ich ihn ja schon gemacht habe und ich ihn so gerne mache. Also hoffe ich, dass er mir auch so gut gelingt. Poke Cake bedeutet, dass man etwas reindrückt, reinsticht, in dem Fall Löcher. Da kommt eine Füllung rein, obendrauf kommt in unserem Fall noch eine Sahne und das sieht, wie ich finde, sehr attraktiv aus. In dieser Aufgabe gibt es viele Stolpersteine. Zum einen natürlich den Boden, er darf dir nicht verbrennen. Dann musst du mit dem Löffel diese Löcher stechen. Diese Löcher müssen wirklich bis zum Boden gehen. Da muss das Gelee eingefüllt werden. Der Boden muss kühl sein, das Gelee muss natürlich geliert sein. Es muss zu sehen sein, auf mindestens 2 Seiten bei deinem Würfel. Die 2,5 Stunden klingen nach einem sehr entspannten Programm, ist es aber nicht. Die nächste Zutat hat wieder was mit der Südsee zu tun. Das ist jetzt meine Kokosmilch, davon brauche ich 200 Gramm. Und die kommt jetzt in den Teig, also in die Eimasse und wird da schön kurz einmal durchgerührt.
Dazu kommen noch Mehl, Backpulver und Kokosflocken. Im Rezept steht vorsichtig unterheben. Ich mach's mit Liebe. Das hilft immer. Lecker. Warum sind eigentlich alle überrascht, wenn es schmeckt? Sehr lecker. Sehr lecker. Riecht auch fantastisch. Ab damit in die Backform. 50, 60 Minuten backen auf dem Gitter der zweiten Schiene von unten. 1, 2, steht schon drin. Ab damit. Fast eine Stunde Zeit, die genutzt werden möchte. Auf dem Backprogramm stehen noch das Dekor und die Fruit Punch Füllung. Stößchen. Also während der Kuchen jetzt im Ofen ist, der ist ja mindestens 50 bis 60 Minuten im Ofen, bereite ich schon mal die Fruit Punch Füllung vor. Es klingt schon mal lecker. Wenn aus einem flüssigen Cocktail eine feste Füllung werden soll, braucht's nur ausreichend Gelatine. Also ich koche jetzt den Saft mit dem braunen Zucker auf und nachher wird die Gelatine damit darin aufgelöst. Wenn die Gelatine bereit ist, Fletch, kommt sie zu Mangosaft und Rohrzucker. Löse ich auf. Dazu Maracuja-Saft und Rum. Ich muss kurz nur zählen. Fiji-Rum im Expliziten kenne ich jetzt nicht. Ich weiß aber, dass die ganzen Südseeinseln ja für ihren Rum bekannt sind. Bin auch Rum-Freund und er riecht schon sehr gut. Also ich glaube, dass es sehr, sehr lecker wird. Etwas Orangenextrakt sorgt für noch mehr Fruchtigkeit. Und weil ein Fruchtpunsch noch mehr Frucht verträgt, Grenadine. Aber was ist das eigentlich? Granatapfel? Nein. Ist Grenadine nicht Grapefruit? Das ist ein Sirup von einer Frucht, die nennt sich Grenadine. Egal. Ist rot und schmeckt. Nee, doch. Nein, keine Ahnung. Wer gerne Cocktails trinkt, kennt das? Das Gemisch soll nun mit Lebensmittelfarbe in einen attraktiven Farbton versetzt werden. Es ist schon attraktiv. Ein bisschen was seht noch. Ich finde es ein bisschen, ja, bisschen trüb, braun, ne? Genau. Aber es ja, ist Geschmackssache, ne? Das wir kennen Christian, der will nicht viel. Er will nur, dass es gut aussieht und schmeckt. Und natürlich will er, genau wie Betty, dass das Rezept haargenau wie vorgegeben umgesetzt wird. Du guckst schon so ängstlich. Panik. Was macht sie da? Ich gucke nur. Ich gucke nur, was du machst. Ich habe gerade meine Punchfüllung vorbereitet. Deine lustige... Genau, meine Gelatine. Gelatine. Du bist wie Christian, er sagt auch immer Gelatine. Ja, das ist ein kleiner Sprachfehler. Oh, lecker. Ja, super. Das ist gut. Okay, das ist schon mal klasse. Wie lange muss die Füllung nun kühlen? Für 13 Minuten, für 15 Minuten. So, auf damit. Als nächstes werden Kokoschips blau koloriert. Sie sollen später an Wellen erinnern. Dazu wird Wasser eingefärbt und zwar in ein... ein attraktives Hellblau, was auch immer das heißt. Dass es gut aussieht. Attraktiv halt. Und das ist ja schon attraktiv genug, oder? Das ist Türkisblau. Auf der Hellblau-Attraktivitätsskala mindestens eine 8,5. Und ich muss sagen, ich finde es schön, wenn sie nicht zu dunkelblau sind. Darum heißt es auch Hellblau. Türkisblaues Wasser. Mir gefällt mein Blau der Schokochips sehr gut. Liebe Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker, Halbzeit beim Sundowner. Ihr habt noch 75 Minuten. Weiter geht's, ne? Noch läuft's. Wir schippern noch.
Wir sind noch auf Kurs.